So, wir sind jetzt in einem sehr interessanten Bereich, Ökotrophologie. Und diesen Bereich wird Sie näher bringen Frau Professor Katja Kroller. Sie ist Professorin für Ernährungspsychologie, auch ein ganz wichtiges Berufungsgebiet. Ja, das finde ich auch. Dankeschön für die Vorstellung. Die Ökotrophologie ist tatsächlich sehr interdisziplinär aufgestellt und das zeigt auch die Ernährungspsychologie. Das heißt, wir haben ja ganz verschiedene Felder, die eben alle mit dem Bereich Ernährung oder Lebensmittel zu tun haben. Also wir haben die Lebensmittelentwicklung, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, aber auch Verpflegungsmanagement und eben auch Ernährungskommunikation. Und was wir in dem Studiengang versuchen zu vermitteln, ist die Verbindung von diesen ganzen Feldern beziehungsweise dass sie einen Eindruck davon bekommen, um dann eben zu gucken, in welchen von diesen Feldern will ich mehr rein, wo will ich mich ein bisschen besser spezialisieren, wozu sie dann hier im Studiengang auch die Gelegenheit hätten. Wo sind die Arbeitsgebiete für Ökotrophologen? Ebenso unterschiedlich wie die Felder. Also ich kann beispielsweise bei einem Caterer für Schulessen arbeiten. Ich kann aber auch in der Lebensmittelinnovation tätig sein, also wirklich neue Produkte entwickeln oder im Bereich der Ernährungsberatung. Also Menschen helfen auch auf unterschiedliche Art und Weise, im persönlichen Gespräch, in Online-Treffen. Public Health wäre noch ein Thema. Also auch hier eine ganz, ganz große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten und auch Berufschancen. Die Ökotrophologie bietet sich ja an, aus diesen Einzeldisziplinen auch Spezialisierungsrichtungen zu machen, unter Umständen auch berufsbegleitend. Wie sieht es hier aus? Da haben wir zwei Studiengänge, also das ist Bachelor und Master Ernährungstherapie. Die sind tatsächlich genau darauf ausgerichtet, Menschen mit Ernährungsproblemen zu helfen oder Ernährungsprobleme zu verhindern, also im Bereich der Prävention. Und sie sind eben genau dazu gedacht, dass Menschen, die bereits einen Beruf haben, also zum Beispiel als Diätassistentin arbeiten oder auch in anderen Bereichen, hier nochmal berufsbegleitend praktisch einen Studienabschluss machen können. Neben der Ernährungstherapie haben wir auch noch die Naturheilkunde als berufsbegleitenden Studiengang. Hier knüpfen wir ein Stück weit an. Also wir versuchen einen ganzheitlichen Ansatz, schulmedizinisch, naturheilkundlich, mit den Schwerpunkten Ernährung, also die Anknüpfung zur Ernährungstherapie und eben auch Pflanzenheilkunde anzubieten. Und auch hier sehen wir ein weites Berufsfeld, wo, denke ich, auch viele Chancen zu holen sind. Frau Professor Kroller, was kann ein Heilpraktiker besser als ein Arzt? Ich denke, ein Punkt ist vor allem der ganzheitliche Ansatz. Ich möchte nicht so gerne darauf fokussieren und ich glaube, das macht auch keinen Sinn, dass das eine besser ist als das andere. Beide haben eine wichtige Rolle und optimal wäre, wenn beide zusammenarbeiten. Eine Frage, die Ihr Berufungsgebiet auch ein bisschen berührt. Wir haben es in Deutschland mit Schwergewichtigkeit zu tun, also Übergewichtigkeit. Worauf führen Sie zurück? Werden die falschen Nahrungsmittel verzehrt oder ist es eher mangelnde Selbstdisziplin, dass zu viel gegessen wird? Beides finde ich nicht ganz richtig, aber es geht vor allem in Richtung Verhalten. Also wir versuchen ganz viel Selbstdisziplin, die kann aber gar nicht zu 100% funktionieren, sondern immer nur eine kurze Zeit. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns ein anderes Verhalten angewöhnen, um mit der Fülle an Lebensmitteln, die uns mittlerweile umgeben, klarzukommen. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Und hier müssen wir neue Ansätze entwickeln. Hier im unteren Bereich des Biotechnikums sind wichtige Laborräume für die Ökotrophologen. Gerade das Technikum für Nahrungsmittelzubereitung und hier die Sensorik. Studierende müssen etwas produzieren und sie müssen es natürlich auch bewerten, hier in der Sensorik. Das ist eine Wissenschaft für sich. Wir zeigen mal unser wichtiger Mann, Robert de Male, Herrscher hier von der unteren Etage, wird uns mal sagen, was hier gerade untersucht wird. Also Geschmack und Geruch ist bei Lebensmitteln ja das Naheliegendste. Und unsere Studenten sind jetzt aber gerade dabei, ihre Sinneseindrücke zu schärfen und sortieren jetzt quasi Farben. Weil auch Farbe und das Auge isst ja mit, ist halt auch ein wichtiger Bestandteil bei der Sensorik. Also wir haben seit einiger Zeit auch im Fachbereich eine Lehrimkerei. Wir treffen hier Frau Professor Margret Dasbach. Sie hat die Lehrimkerei in recht kurzer Zeit aufgebaut.
Und sie wird uns hier erzählen, was wird so gemacht in der Lehrimkerei? Also die Lehrimkerei hat die Besonderheit, dass wir hier interdisziplinär arbeiten. Es sind Studierende der Landwirtschaft, Studierende der Ökotrophologie, für die ist es ein Wahlpflichtmodul. Und auch Studierende Naturschutz oder andere Studiengänge, die können das als Zusatzmodul besuchen. Und die arbeiten interdisziplinär. Also in einer Gruppe sind Landwirte, Ökotrophologen und Naturschützer. Und jeder Student betreut und jede Studentin betreut ein eigenes Bienenvolk. Sie sehen hier viele Bienenvölker, 20 Völker haben wir. Und jeder Student wird zu Beginn des Semesters am 1. April ein Bienenvolk bekommen. Da ist es noch sehr klein, da traut man sich dann auch da reinzufassen. Und mit der Zeit werden, mit der Saison, im Mai, im Juni werden die Bienenvölker größer. Also mit Bienen zu arbeiten, das macht ruhig. Ich bin auch eher weniger ruhiger Mensch. Aber wenn man mit Bienen arbeitet, wird man automatisch ruhig. Also nach zwei Stichen ist man ruhig. Das kommt nicht auf die Anzahl der Stiche. Je häufiger sie gestochen werden, desto weniger macht ihnen das aus. Aber die Biene mag das überhaupt nicht, wenn man da rumfuchtelt und nervös ist und so. Und die, also wenn ich mit meinen Bienen arbeite, ich muss sprechen mit meinen Bienen. Und das bringt einen einfach ein bisschen auf ein anderes Level, wenn man mit den Bienen arbeitet. Also hier werden Königinnen noch geschätzt. Vielen Dank. Jetzt sind wir hier im Technikum für Fleisch und Feinkost. Das ist das Reich von Professor Wolfram Schneckel, Professor für Lebensmitteltechnologie. Und er wird uns hier sagen, was macht er hier in Lehre und Forschung? Essen und Trinken, unser erstes Lebensbedürfnis. Vor diesem Hintergrund geht es darum, gesunde Lebensmittel, schmackhafte Lebensmittel zu entwickeln. Also neue Dinge für den Verbraucher im Bereich der Lehre, wie auch der Forschung, sind wir anwendungsorientiert. Anwendungsorientiert heißt also, wir arbeiten in Projekten, in Abschlussarbeiten, in Forschungsprojekten mit der Wirtschaft zusammen, um entsprechend neue Produkte, neue Verfahren, bessere Verfahren zu entwickeln. Gut, Herr Schneckel, Fleisch, Sie hatten es schon gesagt, ein diskutiertes Thema. Ich sehe in Ihrem Räucherofen Bratwürste hängen, finde ich sehr sympathisch. Nun gibt es einen neuen Trend, Insektenfood. Was sagen Sie dazu? Insektenfood, ein sehr interessantes Thema, welches man allerdings von mehreren Seiten beleuchten kann. Zum einen würde ich sagen, jemand möchte sich vegan oder vegetarisch ernähren. Dann stellt sich die Frage schon, Insekten sind eben auch Lebewesen. Welche Rolle spielt für Sie die internationale Zusammenarbeit? Eine ganz wichtige Rolle. Ja, ich möchte an der Stelle nicht nur internationale Projekte, die wir im Bereich der Forschung haben, sondern vielleicht auf einen speziellen Studiengang hinweisen. Seit nunmehr, ja, das sind glaube ich 15 Jahre, betreiben wir gemeinsam mit der Universität Porto in Portugal, der Universität Karl Löwen in Belgien und dem UCP in Irland einen internationalen Studiengang Food Science, Technology and Business, in dem Studierende aus der ganzen Welt studieren. Wir haben gerade in der letzten Woche auch vor schwierigem Hintergrund Corona-Krise ein Modul abgeschlossen. Dieses Modul Fleisch und Feinkost. Die jungen Leute konnten leider nicht nach Deutschland kommen, aber wir haben online mit vielen Bildmaterialien das rübergebracht. So. Die Erfahrung besagt, dass viele junge Leute also begeistert sind von den Studienmöglichkeiten, die wir an diesen vier Partneruniversitäten haben, insbesondere an der Hochschule Anhalt, weil eben die Hochschule Anhalt sich dadurch auszeichnet, eine sehr praxisorientierte Lehre zu bieten. Besten Dank, Herr Schneckel. Wir sind jetzt in der Versuchsbrennerei, auch eine relativ neue Errungenschaft des Fachbereiches hier an diesem Standort in Bernburg. Beliebte Praktika, die hier ablaufen, weil das, was untersucht wird, kann hier auch hinterher verkostet werden.
und sehen, vor uns sitzt sozusagen der Brennmeister, den wir schon kennengelernt haben, Robert Tomale. Er hat hier auch seinen Abschluss gemacht in dieser Brennerei und hat einen Bourbon gebrannt aus Mais von unserem Versuchsfeld. Und wir haben immer scherzhaft gesagt, seine Masterarbeit liegt in flüssiger Form vor. Herr Tomale. Hier in der Forschungs- und Versuchsbrennerei nutzen wir die Rohstoffe, die von den Versuchsfeldern kommen, also Getreide und also Mais, Hirse, Tritikale, alles, was wir da bekommen können. Und auch arbeiten wir sehr gut zusammen mit Obstbauern, so vorwiegend vom Süßen See, und können dann halt auch hochwertige Obstbrände herstellen. Und das Ganze hat bei uns den Namen Spirit of Science, also der Geist der Wissenschaft. Das ist im Prinzip das Profil auch des Fachbereichs, praktische Dinge immer zu verbinden mit wissenschaftlichen Untersuchungen, Innovationen zu machen und die Dinge auch weiterzutragen für kleine Brennereien, die es im Lande gibt, damit wir auch zu einem Erfahrungsaustausch hier im Lande kommen.